Lauf mal Staubsauger, lauf und saug Staub. Jens Hielscher ist leidenschaftlicher Sammler. Er saugt Raritäten einfach so auf. Ich habe Spaß an Haushaltsauflösung, weil ich Heimatsammler bin. Und dann schleppe ich schon mal kistenweise Postkarten, alte Rechnungen und sowas an. Und meine Frau ist natürlich genervt, weil 3 Zimmer bei mir im Haus sind schon voll Trödel. Also ich meine, er saugt nicht vernünftig. Er macht nicht vernünftig sauber, oder? Nee, ich glaube nicht mehr. Herr Hielscher, Sven, für dich. Danke sehr. Nebenjob. Darf ich vorstellen, der Herr Hielscher? Sven, hallo. Und der Herr Hielscher ist ein Aktivsammler. Richtig. Ne? Und im Prinzip sind wir heute eine Eheberatung. Stimmt's? Richtig, meine Frau möchte den Staubsauger nicht mehr haben. Erzählen Sie mal ein bisschen von Ihrer Sammelleidenschaft. Ich sammle alles, was im Niederrhein zu tun hat. Postkarten, Tonzettel, Bierflaschen, alles, was es gibt. Hat man früher alles normal genommen, hat normalerweise in die Mülltonne landet. Das suche ich wieder. Den haben Sie ja jetzt gefunden bei einer Haushaltsauflösung. Ja. Da sind die finanziellen Wünsche, glaube ich, nicht so groß, oder? Nein. Ich habe 10 Euro dafür bezahlt, so 50 Euro. Sven, ich sehe schon, du bist vollkommen begeistert. Du bist ja auch so ein Putzteufelchen. Total. Und ich glaube, die Frau wird auch begeistert sein, wenn er verkauft ist. Weil wenn sie den wieder mit nach Hause bringt, ist die Bude ja wieder dreckig. Dann kann sie anschließend saugen. Aber um jetzt auf diesen Staubsauger zurückzukommen. Ersten Modelle in Deutschland wurden ca. 1920 eingeführt von der Firma Electrolux. Hier haben wir jetzt einen von der Firma AEG, Modell Vampir. Die werden bis heute noch Vampir genannt. Erste Vampir-Modelle gab es ab 1927. Dieser hat jetzt ein Bakelit-Gehäuse. Bakelit ist halt ein sehr schlagfestes Material. Und er war wahrscheinlich ursprünglich nicht für Teppichböden oder sowas gedacht. Die hatten ja damals meistens Holzböden oder Fliesen. Die hatten Laminat im Haus. Genau, weil hier sind keine Bürsten drin gewesen. Man hat hier so ein kleines Sichtfenster, das kennt man heute von zu Hause auch noch. Wenn man jetzt saugt und er zieht nicht mehr richtig, wenn sich hier irgendwelche Sachen verfangen hatten. Da ist aber schon einiges drin, was sich verfangen hat. Also dieser Staubsauger ist wirklich abgerockt. Elektrik im katastrophalen Zustand. Ne? Der wird jahrelang in einem feuchten Keller irgendwo gestanden haben, weil die Vernickelung und das ist alles abgeplatzt. Selbst als Dekostück müsste man ihn ein bisschen herrichten. Das könnte man vielleicht auch machen. Wir haben hier noch das Problem, dass der eigentliche Beutel fehlt. Der Beutel wurde hier oben halt eingehangen. Hier hat man den Anschluss gehabt. Das Einzige, was man hier wirklich noch verwenden könnte, wäre eventuell der Motor und das Gehäuse. Also für 10 Euro hat er sich sicherlich nicht verkauft. Es wird 20 bis 30 Euro. Gut, wäre ja schon eine Verdreifachung. Ja. Würden Sie ihn dafür weggeben? Dafür gebe ich ihn weg, gerne. Ja, ich möchte wissen, was unsere Händler dazu sagen. Ich glaube, das gibt einen riesen Lacher, wenn Sie damit oben reinfahren. Und da freue ich mich jetzt schon drauf. Herr Hielscher. Dankeschön. Auf dass wir Ihre Frau glücklich machen und Sie ohne Staubsauger nach Hause kommen. Das wäre nett. Ne? Und ich bin mal gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, das wäre was von der Größe her. Der könnte dem Ludwig Spaß machen. Bitte schön. Es ist ja unglaublich, was es für Menschen gibt, die alles sammeln. Ich bin froh, dass du dir nicht angeschlossen hast. Ich wollte's ja, aber ich hatte keine Steckdose. Also Staubsauger wird sicherlich nie eine Wertanlage sein. Es sei denn, die machen die Dinger irgendwann mal aus Gold. Dann kannst du sowas kaufen als Wertanlage, aber ansonsten nicht. Ich bin ziemlich nervös, oben zu gehen, mal da nicht einfach mit 5 Händlern zu verhandeln. Und ich hoffe, dass ich so ungefähr um die 50 Euro doch rausschlagen kann. So, einmal richtig Luft holen und den Händlern das Geld aus den Taschen saugen. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Guten Tag. Das ist ein Staubsauger. Das ist ein Staubsauger, ja. Ah, ja. Das ist klasse. Vampir. Hm. Der Vampir. Die Freude für die Hausfrau. Warte, du noch mal anschauen. Zieh ich dann mal hin? Nee, das kann ich teilen. Ich kann mich an die Werbung erinnern. Da steht die Frau dann im Abendkleid mit diesem Vampir und macht im Abendkleid den Hausputz sozusagen. Das ist eine ganz süße Werbung aus der Zeit. Von wann ist der? Ist aus den 30er. 30er, ja. Mhm. AEG, Vampir, ja. Bagelit. Wenn wir den jetzt anschließen, haben wir hier totalen Stromausfall. Ja. Aber kann man ihn generell noch mal in Betrieb nehmen? Nein. Ist das möglich? Momentan nicht. Müssen die Kabel erneuert werden? Naja, wenn du alles machst, dann ja. Bloß nicht. Lass da ach, die Finger von. Quatsch, neue Draht drin und dann jört er nicht. Mehr wie um die Ohren fliegen kann dir das Ding nicht. Das ist gute Vorkriegsware, klar. Ja, aber schlecht zu verkaufen, super Dekostück. Wenn deine Frau loswerden willst, dann weißt du, wie es funktioniert.
Ja, nicht, dass die Alte dann kommt und sagt, so jung, und jetzt saugt die Hütte. Ja, dann hast du aber richtig die Arschkarte gezogen. So, fangen wir mal mit 25 Euro an. Und bei 30 höre ich auf. Ist so. Noch so ein bisschen mehr? Ja, wenn du bei 25 anfängst, bei 30 gehst, dann sag ich 35. Ne? Hört schon besser an, ja. Geil. Der passt ein bisschen zu mir, dann kann ich meine Haare irgendwie saugen. Den Schnupftabak. Dann hast du endlich mal einen Staubsauger auf dem neuesten Stand. 35. Ha? Komm schon okay. Zu, Moment. Moment. Was will ich jetzt hier noch? Jetzt in den Zuschlag komme ich jetzt rein und ich sag 40, das ist ein Klassiker. Tut mir leid. Jetzt mag ich nicht mehr, noch nicht mehr. Das will ich haben. So, pass auf. 50 Euro und du kriegst sie nicht. Komm, jetzt wird das Ding mal richtig teuer. Gut. Komm, ein Fuffi. Also, ich finde den gut. Ich will den haben. 60 Euro. 70. 80. 90. 100. Jetzt sollst du ihn haben. So, gut. 110. Dann nimm du ihn. Die Krampf kann ich nicht leiden. Die sag ich euch schon geil. Das ist noch nicht mehr lustig. Komm mal bitte her zu mir. Dann kriegen sie heute halt die 110. Wenn ich so Kollegen hab, es tut mir leid für sie, ist gut. Ja. Mir kostet 70 mehr. Sie sollen die 110 Euro haben und sollen glücklich sein. Richtig. Und weitergehen. Macht nichts. Bitte sehr. Dankeschön. Das ist für Sie. Und ich habe einen schönen, schönen Staubsauger. Viel Spaß damit. Danke sehr, mein Herr. Tschüss. Danke sehr. Tschüss. Idiot. Freut mich natürlich, mehr Geld mit nach Hause zu nehmen. Meine Frau freut sich, das hässliche Teil ist weg. Und ich kann mir was dafür Neues kaufen.